Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Inflation, der sich anbahnenden Energiekrise und der EZB? Einen großen Zusammenhang, meine Damen und Herren, und das werde ich in diesem Video zeigen. Vorab, ich habe zwei Kinder, ich möchte, dass die in einer lebenswerten Umwelt aufwachsen, dass also der Klimawandel bekämpft wird. Das ist nach meiner Auffassung wichtig, zentral, da muss was getan werden. Die Frage ist nur, ob das, was derzeit passiert, wirklich gut ist, welche Konsequenzen das hat, welche Dinge daraus entstehen, die nicht beabsichtigt sind. Das will ich in diesem Video mal versuchen anzudeuten. Und die EZB spielt da eine ganz zentrale Rolle darin, denn die wird praktisch so eine Art europäische Klimabank. Denn was passiert jetzt derzeit? Die Banken, das hatte ich in Gesprächen mit befreundeten Bankern schon ohnehin erfahren, wir wollten daraus mal einen Artikel machen, schon haben wir bisher nicht geschafft. Die EZB wird Folgendes tun, sie analysiert jetzt Banken, die müssen ihr Kreditportfolio vorzeigen, und wenn eine Bank etwa irgendwelche Bereiche mit Krediten versehen hat, die als nicht klimafreundlich gelten, etwa irgendwo fossile Energieträger mit beinhalten, etwa Erdgasförderung, Ölförderung etc., und dann wird die EZB sagen, oh, liebe Firma, du, liebe Bank, du finanzierst hier also ein Unternehmen, das nicht klimafreundlich ist. Dementsprechend musst du viel mehr Eigenkapital vorhalten für die Kredite, die du an dieses Unternehmen vergibst. Das also verschlechtert die Situation für die Bank in dem Fall, denn Eigenkapital ist das Gold der Banken, während die Bedingungen für sogenannte grüne Kredite deutlich besser wird. Das läuft derzeit schon. Die Banken lassen praktisch jetzt die Hosen runter. Und in der Summe wird das dazu führen, dass die fossilen Energien noch teurer werden, damit die Inflation noch höher wird. Hier unten sehen wir mal so ein Review. Ich habe das bei einer Bank schon durch diesen befreundeten Banker direkt gesehen, wie das in der Realität aussieht. Und das bedeutet, wie gesagt, dass die Energiekosten weiter steigen werden, weil wir noch nicht in der Lage sind, die sogenannten alternativen Energien wirklich ausreichend zu speichern. Im ersten Halbjahr 2021, ich hatte das schon in einem Video über die Energiekrise gesagt, war Kohle dann der maßgebliche Energieträger, eben weil zu wenig Wind war. Und das könnte uns weiter blühen. Die Speicherung alternativer Energien ist schwierig bis unmöglich. Es geht wohl, aber mit schlechtem Wirkungsgrad, ist dabei noch sehr teuer. Das heißt, in der Summe wird es dann so sein, dass andere die Energie liefern müssen, wenn wir es nicht schaffen, mit alternativen Energien wirklich autark zu sein. Schauen wir uns die weiteren Dinge mal an. Hier zum Beispiel ein Artikel von Hans-Werner Sinn, schon aus dem Juli, jenem ehemaligen IFO-Chef, der hier zeigt, was eigentlich der Fall ist. Und zwar ist es so, dass bis 2035 im Grunde kein Fahrzeug mehr mit fossiler Energie betrieben werden soll. Was wiederum bedeutet, dass die gesamte fossile Produktion von Energieträgern, also Gas, Öl, all diese Dinge, die werden dann ins Ausland verschoben. Das wird also sozusagen ins Ausland exportiert, weil wir es nicht mehr haben wollen. Dadurch dürften die Preise fallen, weil eben die Nachfrage nach diesen fossilen Energieträgern praktisch nicht mehr gegeben ist. Also verschieben wir das Problem zunächst mal ins Ausland. Was wird dann passieren? Es wird passieren, was Hans-Werner Sinn hier zumindest andeutet, eine Handelsfestung mit Handelskriegen. Es wird eine Art neuer Protektionismus entstehen, denn es ermöglicht anderen Regionen sozusagen, den von uns nach wie vor ja produzierte Energie, fossile Energie, sehr billig abzunehmen. Das fördert deren Wirtschaft eher, weil dieser Energieträger Import sehr, sehr günstig ist, während wir dann gucken müssen, wie wir die Sachen auf die Reihe kriegen. Und bisher ist es nur Europa und ein bisschen die USA unter Joe Biden, die sagen, ja, in diese Richtung müssen wir gehen, aber es ist vorwiegend Europa. China und Indien gehen einen völlig anderen Weg, und das Ganze wird sich dann so ausweisen, dass China sowieso seine CO2-Emissionen bis ins Jahr 2030 nochmal deutlich steigern wird. Und das, was China obendrauf packt, würden wir dann vielleicht wieder runterpacken. In der Summe würde die Welt dadurch nichts gewinnen. Klar, wir müssen, irgendwer muss anfangen, ich verstehe das Argument, aber die Frage ist, wie machen wir das? Wie sinnvoll ist das, was derzeit passiert? Mit dieser ganzen Klimathematik lässt sich derzeit ja eigentlich alles rechtfertigen. Das ist das Problem, auch die Einschränkung von Freiheitsrechten. Und da hört dann wahrscheinlich der Spaß auf. Daniel Stelter hat hier zum Beispiel getwittert, die Welt setzt auf Atomkraft und was wir machen, ist der Welt egal und dem Klima gleichermaßen egal, denn wir spielen einfach keine Rolle.
Nicht wirklich. Deutschland etwa mit 2% der globalen CO2-Emissionen. Wenn wir jetzt so grün sind, dass es schon kracht, dann macht das jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied. Viel wichtiger wäre es, China dahin zu bringen, dass man sagt, okay, Leute, wenn ihr irgendwas exportieren wollt, dann muss das eine bessere CO2-Bilanz haben, sonst werden wir das nicht abnehmen von euch. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier mal etwas wirklich zu ändern, statt sozusagen hier so eine Art grüner Strahlemann zu werden. Wie gesagt, Klimawandel, ganz großes Thema, überhaupt keine Diskussion, aber wir sollten mehr darüber diskutieren, was wir machen können. Da gibt es vielfältige technische Möglichkeiten, die bisher nicht wirklich genutzt werden, weil man sich sehr stark auf diese Elektroenergie fokussiert, auf Elektromobilität fokussiert und geradezu festnageln lässt. Jetzt schauen wir uns mal an, was ja derzeit schon der Fall ist in Sachen Energiekrise. Wir sehen hier den Preis für Elektrizität, auch in den USA, jetzt auf einem 7-Jahres-Hoch. Es geht also weiter nach oben mit den Preisen. Hier sehen wir eine Demonstration in Madrid, Spanien, wo innerhalb eines Jahres die Energiepreise sich für die Bevölkerung verdoppelt haben. Gleichzeitig sehen wir, dass das World Economic Forum doch nächstes Jahr wieder in Davos stattfinden soll. Da wird man dann schön mit Privatjets hinfliegen seitens der Entscheider und Machthaber. Da will man dann eben Umweltdinge auch besprechen natürlich. Wahrscheinlich wird bis dahin dann die Pandemie für beendet erklärt werden sein. Schauen wir mal. Jedenfalls, das ist ein richtiges großes Thema mit dieser Energiekrise, die sich da abzeichnet. Es geht schlichtweg weiter. Und die EZB spielt eben da eine maßgebliche Rolle, indem sie faktisch dann die Banken abstraft, die fossile Energieträger irgendwie noch, oder Firmen, die fossile Energieträger fördern, mit denen zu tun haben, praktisch den Kreditern mehr oder weniger abdreht. Für eine Bank wird es dann sinnvoll sein, diesen Kredit zu kündigen, weil man dann eben mehr Eigenkapital vorhalten kann, weil dann sozusagen die Gesamtbilanz, die CO2-Gesamtbilanz einer Bank besser wird. Und heute Morgen gab es ja Aufregung um die Aussagen von Philip Laney, der gesagt hat, ja, die Inflation, die könnten wir schon unser Ziel im Jahr 2025 erreichen von 2%. Naja, heute haben wir gesehen, die Inflation ist faktisch ja schon bei 3%. Man muss also wieder runter, wie das gehen soll. Aber dann sind gleich andere EZB-Leute in die Bresche gesprungen, etwa de Cost, der Spanier, der gesagt hat, ja, also ich sehe jetzt nicht, dass die Märkte in 2023 schon eine Zinsanhebung erwarten. Kazak, der Letter, hat gesagt, ja, wir müssen vielleicht den Inflationsausblick ein bisschen anheben. Und de Guindos, der FED, der EZB-Vize, ja, es könnte sein, dass die Inflation noch weiter steigt, weil praktisch wir ja diese Lieferkettenprobleme haben. Und de Guindos hat auch gesagt, ja, jetzt im Herbst, da stehen Lohnverhandlungen an. Also die ganze Geschichte könnte ein bisschen dramatisch nach oben gehen. Und dann gab es noch andere hier wie Maclough, der irische Notenbankchef, der sagt, ja, kann schon sein, dass wir jetzt irgendwie mal ein bisschen darüber laufen in Sachen Inflation, aber irgendwann ist es dann wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Aber wie gesagt, das ist doch ein kleines Umdenken, vor allem bei de Guindos, der EZB-Vize, der dann nochmal gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie eine Abwägung machen. Wie gesagt, sein Inflationsausblick, da scheint sich die EZB langsam unsicherer zu werden, aber sagt, ja Mensch, wir müssen noch eine Abwägung machen zwischen dem Wirtschaftswachstum in der Eurozone und Jobs. Jetzt weiß ich nicht genau, was die EZB mit Jobs und Wirtschaftswachstum zu tun hat. Die Anleihekäufe jedenfalls bringen der Wirtschaft nicht so wahnsinnig viel. Die Zinsen sind bei Null. Ob da jetzt noch Anleihen gekauft werden oder nicht, spielt keine Rolle. Jobs schafft die EZB auch nicht. Aber eins tut sie, sie überschreitet ihr Mandat maßgeblich, indem sie sich jetzt auch für Klimapolitik zuständig erklärt. Das mit der Billigung der EU, das ist eine sehr schwierige Entwicklung, denn die EZB ist ja demokratisch in keiner Form legitimiert. Die soll sich nur um eines kümmern und das ist die Stabilität des Geldes. Sie soll sozusagen Inflation im Griff halten, Geldwert einigermaßen im Zaum erhalten. Und das tut sie nicht, indem sie die Geldmenge ausweitet, indem sie weiter eine ultralaxe Geldpolitik fährt. In einer Zeit, in der ja eigentlich dieses Notfallprogramm nicht mehr wirklich nötig ist. Und wir sehen, wie sich die Dinge langsam verschieben. Hier eine Umfrage von Deloitte, die in den USA Finanzchefs und Firmen befragt haben. 44% sagen, dass die Lieferkettenprobleme
die eigenen Inputkosten, die eigenen Kosten mindestens um 5% gesteigert haben. 32% sagen, dass sie dadurch Umsätze verloren haben, also dass die Umsätze geringer sind. Und 2/3 erwarten, dass sich die Lieferketten diversifizieren werden, was nichts anderes bedeutet, als dass wir eine Art Entglobalisierung sehen, dass man also weniger aus China etwa importieren will, weil das alles zu unsicher ist mit diesen ganzen Lieferkettenproblemen, was wiederum bedeutet, dass man dann etwa in den USA produziert mehr oder mehr abnimmt aus den USA, mehr abnimmt aus Europa, wenn man in Europa ansässig ist. Und das wird aber bedeuten wiederum, dass die Preise dafür steigen, weil wir eben in den USA wie auch in Europa nicht für diese Preise produzieren können, wie das in asiatischen Ländern passiert, mithin also inflationär. Gleichwohl sehen wir, wie die Bank of America hier zeigt, dass jetzt wieder viel Geld in die Aktienmärkte geflossen ist, die offenkundig jetzt noch nicht so viel Angst haben vor Inflation. Wir sehen etwa Large Cap Funds mit 28,3 Milliarden Zuflüssen jetzt, 12 Wochen in Folge Inflows in Tech-Bereiche. Also noch fließt das Geld schön in die Aktienmärkte, weil man sich sagt, ja, mit der Fed, das wird ja alles ganz entspannt und die EZB wird sowieso ultra lange noch diese Geldpolitik fahren. Aber die Konsumenten, die durch diese Inflation leiden, die vor allem durch die hohen Energiepreise leiden, die werden jetzt langsam misstrauisch. Heute wieder ein sehr, sehr schwaches Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Schon der Vormonatswert war ja katastrophal. Größter Absturz seit Jahrzehnten im Vergleich zum Vormonat. Das hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert, aber die Kaufbereitschaft für langlebige Wirtschaftsgüter, die ist so schlecht wie seit 1980 nicht mehr. Damals ja auch Inflation, wo die Leute gesagt haben, Mensch, das wird mir alles zu teuer. Das will ich nicht mehr. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Geschichte, die auch ziemlich auf den Nägeln brennt, nämlich China. Chinas Lime im Moment, wie Holger Cepic hier schreibt, wir sehen, dass die Junk Bond Yields jetzt auf 14,4% durchschnittlich steigen in China. Das ist schon eine herbe Hausnummer. Wir sehen, dass diese Risikoprämien für diese Junk Bonds, wo Evergrande, dieser Immobilienkonzern, ja eine maßgebliche Rolle spielt, weiter nach oben gehen. Da ist jetzt richtig Feuer unterm Dach. Jetzt sagt zum Beispiel ein Analysehaus, also diese Evergrande-Situation, die ist viel ernster als das, was bisher Peking gegen die Tech-Konzerne oder andere Sektoren, andere Branchen bisher unternommen hat. Das wird viel stärkere Auswirkungen haben. Die People's Bank of China, die Notenbank, hat ja heute Nacht 13,9 Milliarden mal in die Märkte gepumpt, um das ein bisschen zu stabilisieren. Jetzt beginnen Chinas Banken schon Abschreibungen zu machen auf die Gelder, die sie praktisch Evergrande geliehen haben. Da wird man jetzt also langsam wohl die Verluste in Kauf nehmen müssen. Aber diese Verluste betreffen vor allem auch viele internationale Investoren, die also nicht aus China stammen. Und wir sehen, dass auch das jetzt schon übergreift auf andere Märkte, etwa Iron Ore, Eisenerz. Der Future weiter massiv unter Druck und wir sehen, da gibt es einen gewissen Parallellauf zwischen den Kursen für die Anleihe von Evergrande und dem Preis für Eisenerz. Eisenerz stürzt ab, während sonst, wie unten dieser Chart zeigt, Industriemetalle eigentlich tendenziell im Aufwind sind, nur Eisenerz schmiert eben ab. Also das hat jetzt immer mehr Dominoeffekte auf andere Bereiche, die hier der Fall sind. Insgesamt, so sagt Christoph Barrault, der beste Forecaster, der beste Prognostiker, wahrscheinlich den wir hierzulande oder in Europa haben, sagt, das wird also dazu führen, dass letztendlich diese jenseits dieser Evergrande-Situation allein schon die Antivirus-Politik oder diese Zero-Tolerance-Politik gegenüber Corona dazu führt, dass China überhaupt nicht mehr wachsen wird im dritten Quartal. Vieles deutet darauf hin, dass es da schon ziemlich zur Sache geht. Die Preise für Immobilien sind rückläufig. Das ist jetzt wirklich gefährlich. Was wird Peking tun? Wird man dann ausbailen? Heute Morgen hat ja Hu Xixin, der Chefredakteur von der Global Times, gesagt, ja, also verlasst euch nicht drauf. Es ist nicht so, dass wir hier alles ausbailen. Das hat nicht gerade mehr Sicherheit gebracht. Und wenn Hu Xixin das sagt, dann kann man davon ausgehen, dass das die offizielle Parteilinie ist. Und insgesamt, ja, geht es jetzt in die Endphase des Wahlkampfs. Und Sarah Wagenknecht hat hier sehr interessante Dinge gesagt über stabile Altersarmut, über inhaltsleeren Wahlkampf. Zeigt auch zum Beispiel, wer die Opfer dieser steigenden Energiepreise sind. Das sind ja die Leute, die wenig verdienen. Die leiden überproportional drüber. Ich werde Ihnen dieses Video, was wirklich interessant ist, unter mein Video verlinken. Sarah Wagenknecht analysiert hervorragend das, was derzeit der Fall ist. Nur die
Maßnahmen, die Linke vorschlägt, die finde ich jetzt nicht so toll. Es läuft darauf hinaus, dass es dann allen gleich schlecht geht, dass es statt dass es manchen etwas besser als den anderen geht. Die Lösungen sind nicht so toll, wie ich finde, aber ihre Analyse des Bestehenden ist hervorragend. Sie ist eine sehr, sehr gute Kennerin der Finanzmärkte, hat sich das wirklich angearbeitet, eine der wenigen Politikerinnen, die man da ernst nehmen kann und muss. Also meine Empfehlung, schauen Sie sich dieses Video mal an, müssen nicht in allem zustimmen, aber es zeigt schon wirklich, was da eigentlich schiefläuft, meines Erachtens auch. Nicht nur Sarah Wagenknecht sieht das so, viele andere sehen das wahrscheinlich auch so. Wir schlittern immer mehr in eine Energiekrise, die letztendlich politisch gewollt ist. Das führt dazu, dass die Inflation ansteigt und das Ganze wird gewissermaßen exekutiert, jetzt auch noch durch die EZB. Es ist eine Art, wie soll man sagen, Klimabank geworden, die Europäische Klimabank, die dann natürlich politische Weichen stellt, auch die eigentlich gar nicht in ihrem Mandat sind. Nicht ganz einfache Zeiten, meine Damen und Herren. Trotzdem wollen wir uns den Humor nicht verbieten lassen und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.